Nikolai, cool, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Hallo, ich bin Nikolai Simon, bin 34 Jahre alt, wohne aktuell mit meiner Familie in Trier. Ich habe für 15 Jahre professionell Basketball gespielt und nebenher International Management studiert und bin jetzt seit mehreren Wochen im Bootcamp mit dabei und das geht langsam leider dem Ende zu. Und bin interessiert an Digitalem, an Webdevelopment und habe auch so 2 Jahre im Produktmanagement beziehungsweise Softwareentwicklung gearbeitet, bevor ich jetzt zum Bootcamp gestoßen bin. Alles klar. Erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber, was du vorher gemacht hast. Du hast gerade gesagt, du warst Basketballprofi zum Beispiel. Genau, ich war Basketballprofi. Bin auch auf ein Basketballinternat gegangen mit circa 15, 16, habe dort mein Abitur gemacht und nachdem ich mit dem Abitur fertig bin, war ich Basketballprofi, also von 19 an. War dann meine erste Station war Alba Berlin, war dort für 2 Jahre, hatte davor überlegt, okay, College, vielleicht ans College gehen, ja oder nein, habe mich eben dann für die Profikarriere in Europa entschieden. Und war dann ja während der nächsten 10, 12 Jahre in Deutschland in der ersten Liga aktiv, an mehreren Standorten, bis ich eben mit vor 2, 3 Jahren eben meine Basketballkarriere beendet habe. Krass. Nicht schlecht. Du hast gesagt, vor 2, 3 Jahren hast du die Karriere beendet. Wie ging es dann weiter? Dann hatte ich durch mein Netzwerk ein Jobangebot, einen Einstieg in Luxemburg. Da ging es um die Verwaltung, also die Digitalisierung der Immobilienverwaltung. Das ist aus einer IT-Consulting entstanden. Die haben daraus ein eigenes Produkt gemacht und haben dort, wie sagt man, eine Juniorstelle zu vergeben gehabt. Und der diese Stelle zu vergeben hatte, wusste, wie ich drauf bin, was ich kann, auch wenn ich noch nicht die klassische Berufserfahrung habe. Und dann habe ich eben dort das Jobangebot bekommen und war dort 2 Jahre jetzt aktiv. Okay. Und wie kam es dazu, dass du so einen Richtungswechsel eingeschlagen hast, dass du vom Sport weg hin zur IT gegangen bist? Also ich war immer schon interessiert an IT, an Digitalem. Das heißt, ich habe vor allem mit WordPress Webseiten gebaut. Ich habe auch Basketballcamps organisiert als Kleinunternehmen, Verein gegründet. Das heißt, ich war immer schon so ein bisschen wirtschaftlich aktiv und vor allem so, was Webseiten angeht, Shops aufgebaut, Shops betreut. Da war einfach mein Interesse da, aber nie wirklich mit Programmierung. Also nie, klar, so ein bisschen HTML und CSS, wirklich Basics, aber nichts darüber hinaus. Aber einfach, ja, Interesse schon während meiner Basketballkarriere eben auch an anderem, nicht nur Basketball gehabt. Und gab es irgendwie so einen ganz bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, jetzt will ich es fokussieren, jetzt gehe ich in ein Bootcamp? Es kam, also ich hatte als Produktmanager in der Rolle in der Softwareentwicklung natürlich viel mit den Entwicklern zu tun und gerade von der Business-Seite und hatte da sehr viel offene Fragen, was die IT angeht, was die Programmierung angeht. Und da wollte ich einfach für mich auch tiefer verstehen, habe da verschiedene online mich ein bisschen weitergebildet, so gut es eben ging, nebenher. Aber irgendwann habe ich für mich gesagt, okay, ich glaube, es kann so ein Benefit sein, für diese Softwareentwicklung, wenn ich da eben noch mehr Bescheid weiß, neben dem Aspekt, dass es mir die Möglichkeit gibt, Dinge zu kreieren. Also wenn ich eigene Ideen habe, dass ich dann daraus schon kleine, ich sag mal, Prototypen machen kann, die ich eben selbst programmieren kann. Also diese verschiedenen Benefits habe ich dann gesehen, was mich dazu gebracht hat. Okay, let's go. Bootcamp, it is. Und warum ein Bootcamp und kein Studium? Ja, Zeitfaktor. Also ist ganz klar, Bootcamp komprimiert. Hier sind es jetzt 3, 3,5 Monate.
Und ja, klar heißt es also jeden Tag Vollzeit dran zu sein. Also es ist schon anspruchsvoll, sage ich mal. Es fordert einen, aber es ist einfach ein Zeitfaktor, ja, dass ich in relativ kurzer Zeit da schon Fortschritte machen kann in Bereichen, die mir Spaß machen, die ich mir vorstellen kann. Auch das ist ja so breit, dieses Feld. Und für mich hat das Bootcamp eben gepasst, weil es anbietet, wo ich mich schon so ein bisschen auskenne, plus Erweiterungen bietet. Und dann war das ja ein Zeitfaktor. Ja, alles klar. Wie gefällt es dir bisher so? Ist es super schwer oder fällt dir alles leicht? Gibt es einzelne Sachen, die dir besonders schwer fallen? Also am Ende ist es mein Privates zu kombinieren, zu vereinbaren. Also mit Family, das Familienleben, plus das Bootcamp, plus noch eigene Ideen und noch nebenher Sport zu machen. Das ist so für mich die größte Herausforderung, das so alles unter einen Hut zu bekommen. Und dazu kommt das Bootcamp an sich und das ist natürlich alleine auch schon herausfordernd. Also mir gefällt es vor allem, dass es auch da so einen gewissen Ablauf folgt. Also das ganz klar ist, vormittags ist Fokus auf neuem Wissen, mit eventuell kurzer Wiederholung, aber vor allem, okay, vormittags, ich sag mal 9 bis 12, neues Wissen und im Nachmittag, dass das dann angewendet wird. Und so ist zumindest der Fokus ganz klar vormittags und nachmittags dann ausprobieren. Aber es ist auf jeden Fall herausfordernd, challengen, aber das ist auch das, was ich wollte. Ja, also fühlt sich auch nicht überfordert oder so. Nee, überfordert nicht. Also klar, manchmal komme ich tatsächlich nicht mit. Und da bietet es mir aber auch, also dadurch, dass alles aufgenommen wird, gucke ich mir dann eben auch im Nachmittag, mache ich dann eben nicht immer was Neues, sondern guck halt nochmal, okay, wie war das nochmal die letzte halbe Stunde? Was haben wir da nochmal? Wie funktioniert das nochmal genau? Oder wir haben uns als Buddy-Teams, das heißt, auch da kann ich nachfragen. Ich habe immer Assistants an der Seite, wenn ich tatsächlich irgendwo hänge und wenn ich nachfragen muss in irgendwelchen Bereichen, habe ich Verschiedenes, wie ich das aufholen kann oder wie ich da an die Informationen komme, die ich brauche. Von daher werde ich gut abgeholt und habe verschiedene Möglichkeiten. Perfekt. Was versprichst du dir von deinem Abschluss im Bootcamp? Ja, das ist so bei mir noch die Frage. Also vor allem, was ich auch von mir wissen, was ich eben jetzt gekriegt habe, was ich jeden Tag neu dazu bekommen habe. Das ist so das, was ich raushaben wollte. Und da geht es seit Tag 1 nach vorne. Also von daher ist es, was danach kommt, weiß ich noch nicht, was ich danach mache. Ich sehe mich auch weiterhin in einer Produktrolle. Das heißt, mir macht es Spaß, Software zu entwickeln. Und gucke jetzt nicht gezielt nach einer Junior-Entwicklerstelle. Also ich möchte am Ende nicht 8 Stunden am Tag programmieren, sondern eben auch wieder da die Schnittstelle sein. Also da würde mir so das Business fehlen. Am Ende auch eigene Ideen zu verwirklichen. Also, dass ich damit die Möglichkeit habe, dass ich jetzt Wissen an der Hand habe, um eben meine Ideen zu verwirklichen und auch zu wissen, wen ich mir dazu holen kann, wie ich mir dazu holen kann und da auf jeden Fall eine Abkürzung für mich gefunden habe. Das heißt, du hast schon eine relativ konkrete Vorstellung, wie dein Job später aussehen soll. Ja und nein. Also es ist aktuell sind es noch viele Ideen und viele Möglichkeiten. Also es ist, ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie in ein Thema spezialisiert und dann da reingeht, sondern irgendwie aktuell fühlt sich für mich in der Berufswelt dadurch, dass es eben eigentlich erst ein relativ kurzer Zeitraum ist für mich, neben dem Sport, noch nach so vielen Möglichkeiten an. Und ich bin so interessiert und ja, möchte einfach da aktuell ein breites Wissen, möchte zu viel auf einmal aktuell. Von daher wird sich das noch rauskristallisieren. Okay, was gehe ich jetzt Schritt für Schritt an? Wie ist so der nächste Karriereweg für mich? Alright. Was würdest du anderen Leuten raten, die über so einen Quereinstieg in die IT nachdenken und vielleicht auch an so einem Bootcamp interessiert sind?
Also wenn Sie eh schon drüber nachdenken, es auf jeden Fall zu machen. Also es gibt auch da, klar gibt es immer irgendwie Stimmen, die hinten dran sind, sei es ist nicht ohne finanziell, auch da gibt es Möglichkeiten, wie man das clever machen kann. Aber ansonsten würde ich, wenn für so einen Quereinstieg eignet sich das optimal. Also es ist einfach in sehr kurzen Zeit so viel Wissen vermittelt zu bekommen, ja, besser geht's nicht. Und auch das einfach in dem Team zu arbeiten, man ist ja nicht alleine. Also A von der Seite der Trainer, aber auch von der anderen Seite, dass eben die, die sich dazu entscheiden, dieses Bootcamp zu machen, sind ja in einer ähnlichen, sind ähnlich gestrickt, haben ein ähnliches Mindset. Sie haben davor was ganz anderes gemacht. Und jetzt sagen sie, ja, sie haben Bock an IT, sie haben Bock an Programmieren. Okay, ich mache es jetzt einfach. Und also sind auch andere Leute da, die man an der Hand hat, mit denen man das Gleiche durchmacht und die gleiche Challenge haben in dem Sinn. Also auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll. Und bist du der Meinung, dass man irgendwelches Wissen oder irgendwelche Fähigkeiten mitbringen sollte, um in so einem Bootcamp bestehen zu können? Also man wird schon gut abgeholt. Also klar hilft es auf jeden Fall, dass ich ein bisschen HTML und CSS hatte, von mir durch WordPress einfach so ein bisschen reingeguckt habe. Es hilft auf jeden Fall. Auch da waren wir uns im Kurs bisher nicht einig. Okay, soll es vielleicht wie so eine Vorbereitung, soll es irgendwie so ein Wissen geben, weil wir gemerkt haben, ja, wir sind an unterschiedlichen Ständen. Jeder hat so sein eigenes Wissen, mit dem er reingeht, waren uns da aber nicht komplett einig, was jetzt der beste Weg ist. Also was ist jetzt das Wissen, das jemand mitbringen sollte? Und ich glaube, jeder wurde gut abgeholt. Also auch die schon ein bisschen mehr Wissen hatten, haben dann einfach auch anderes machen können an Nachmittagsübungen. Also konnten da einfach schon dann anderes leisten und jeder wurde so auf seine Art und Weise abgeholt und die auch mehr konnten, konnten denen, die vielleicht weniger Vorwissen hatten, auch dann ein bisschen beibringen. Also, um deine Frage, es ist meines Erachtens nicht unbedingt notwendig, da mit großem Vorwissen reinzukommen. Ja. Und wie schaffst du es, deine Motivation die ganze Zeit oben zu halten? Ja, also auch da ist eine durch die Gruppendynamik, durch die Gruppe. Also es ist, also A macht Spaß. Es wird einfach die Art und Weise, auch wie es vermittelt wird. Und dadurch, dass wir so ongoing Projekte haben, die eben über ein, 2 Wochen sind, hat man auch Lust wirklich, oder habe ich Lust, dieses Projekt weiterzumachen. Und jedes Mal kommt irgendwie noch was. Ah ja, und wie mache ich diese Funktionalität? Da kann ich noch mal was draufpacken. Das heißt, das ist Motivation für mich, zu wissen, dass es eben noch so viel mehr Möglichkeiten gibt, und ich diesen Shortcut nehme. Das heißt, wenn ich jetzt nicht in diesem Bootcamp wäre, sondern das für mich alleine machen würde, wäre das ein Riesenstruggle für mich, mich so zu organisieren, die Informationen so zusammenzukriegen, dass es passt, dass ich da Fortschritte mache, würde einfach viel länger dauern. Das heißt, ich weiß, okay, es ist jetzt für eine gewisse Zeit, dass ich eben meinen Fokus da drauf habe. Also gehe ich dann da all in und mache dann so viel es geht in dieser kurzen Zeit. Cool. Ich habe keine weiteren Fragen an dich. Möchtest du noch was ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, prinzipiell. Also es ist, ja, also es macht einfach Spaß. Dabei zu sein. Also es ist schon verrückt, wie viel man struggelt dann mit, weil es so viele Sachen gibt, wo man denkt, man kommt nicht weiter, aber wenn man dann mal kurz irgendwie einen Schritt raus macht und überlegt, krass, was man eigentlich in dieser Zeit lernt oder gelernt hat, ist schon lohnt und macht schon Spaß. Cool. Ja, und jetzt ist nicht mehr lange. Jetzt ist nicht mehr lange, ja. Gibt es noch ein Abschlussprojekt, und auch da freue ich mich, dass wir so ein bisschen auch das, was wir theoretisch gelernt haben mit dem Scrum, dass wir das dann auch tatsächlich so Probelauf,
sozusagen in dem Framework. Freue ich mich auch drauf. Bin gespannt, wie das die nächsten 2 Wochen dann noch mit dem Abschlussprojekt wird. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Ja.